Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Dead by Daylight. Wir verabschieden uns von unseren zwei Perks. Das war ja wohl mal gar nichts. Zumindest fand ich, dass das so nicht funktioniert in der letzten Folge. Und jetzt ist die Frage, wie wir es spielen. Also ich bin nach wie vor für mehr Blutpunkte. Auch wenn wir auf Kosten deshalb wahrscheinlich ein paar Games nicht gewinnen werden. Aber hey, was soll's. Und jetzt haben wir eigentlich eine schöne Auswahl. Wir könnten Dead Hard spielen. Was mich in letzter Zeit aber immer ziemlich ärgert. Weil ich öfters mal Hits durch Dead Hard bekomme, einfach weil halt die Verbindung wahrscheinlich nicht so astrein hinhaut in diesem Moment. Weiß nicht. Dead Hard ist so, wenn es funktionieren würde, wäre es der Wahnsinn. Irgendwie, ja, so nicht. Borrow Time wäre super. Wenn wir ein bisschen aggressiver Hooks rushen, wäre das vielleicht eine Idee. Andererseits, nein, wir machen das nicht. Was ich jetzt aktuell gerne spiele, ist Lethal statt Dead Hard. Im Endeffekt, wenn wir, es ist ein Sprintburst, aber erst wenn wir über etwas drüber springen. Ist eigentlich aktuell gar nicht so verkehrt, wie ich finde. Man springt immer irgendwie durch irgendwas durch. Man muss es halt ein bisschen gut timen, dann ist man aber auch relativ weit weg. Finde ich nicht verkehrt. Ich glaube, so machen wir das Ganze jetzt mal. Items sieht im Moment mau aus. Wir könnten eine Map mitnehmen, aber ich glaube, wir haben nicht das passende Addon. Ah doch, haben wir. Dann könnten wir eine Map mitnehmen. Andererseits, nee. Machen wir nicht. Beziehungsweise, das habe ich euch noch nie gezeigt, oder? Ich habe noch nie mit einer Map gespielt. Komm, wir nehmen jetzt mal die Map mit. Und wichtig ist, dieses Addon hier. Eine Map an sich trackt ohne Addons, glaube ich, nur Generatoren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt haben wir aber quasi die Fähigkeit, auch den Killer seine Sachen zu tracken. Das heißt, dazu zählen dann alle Hacken, alle Totems und beim Trapper zum Beispiel auch alle Fallen. Entschuldigt, ich glaube, das wurde gepatcht. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, Totems und die Hacken zählen alle eben zu diesen Sachen und die tracken wir dann alle. Wir bekommen pro Track 150 Punkte, was nicht schlecht ist. So, wir können. Das ist Quatsch, weil wir benutzen sowieso nie den Rechtsklick. Unlocks the ability to track black locks. Das wäre dann quasi im Endeffekt die Ausgänge und. Ne, Black Locks haben keine. Ausgänge haben keine Black Locks. Ich denke nur die Dingens quasi. Die Luke. Die Range ist, glaube ich, ganz geil. Da müssen wir nicht so knapp an allen vorbeilaufen. Also ich spiele zumindest immer mit dem Range-Addon. So. Irgendwas für extra Blutpunkte haben wir hier nicht mehr auf dem Char. Dann würde ich sagen, wir lassen das Ganze so und sehen uns gleich auf der Map. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Grim Pantry Backwater Swamp. Die Map kommt tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr oft, ne, in unseren Aufnahmen. Ich find's cool, ich find's sie nice. Allerdings ist es auch ein bisschen knifflig. So, und ihr seht schon, wir kriegen hier die ganzen Map-Scout-Punkte. Weil wir einfach an Generatoren vorbeilaufen, an Hägen. Wir kriegen fast Punkte fürs Nichtstun. So, und der Trapper hat uns gesehen. Der andere kann den Generator weitermachen. Und wir gucken mal, wo uns der Weg so hinführt. Okay, er will den anderen, weil der den Generator weitermacht und so dreist es. So, wir heilen uns erstmal und gucken mal, wie es weitergeht. Im Endeffekt Trapper, ja, wir sollten jetzt nicht so die Wahnsinnsprobleme gegen ihn haben, aber hier die Fallen zu sehen rechtzeitig ist natürlich auch sehr knifflig. Also das ist schon ein Nachteil. Sagen wir, gehen jetzt nochmal kurz so ein bisschen hier rum, triggern unsere Map ein bisschen. Und jetzt wäre es mal interessant, sehen wir auch die. Ne, wir sehen, okay. Also wir sehen die Fallen nicht, deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir auch dafür keine Map-Scout-Punkte bekommen. So. Wir haben jetzt hier ein bisschen gescoutet. Wir sind ein bisschen weit weg vom Trapper normalerweise. Oh, okay. Okay. Wir können jetzt hier ganz gut Totems suchen. Hier ist eins und hier ist eins. Dann schauen wir mal schnell, ob wir Ruin finden. Ich habe keine Ahnung, wie man da unten reinkommt. Wenigstens hatte ich Glück und ich bin gleich rausgekommen.
echt keine Ahnung, wie man hier unten reinkommt. Aber ich glaube, man kommt... Ah, da kommt man auf jeden Fall raus. Hat er uns gesehen? Oh yeah. Nice. Haben wir nochmal Glück gehabt. Das war der richtige Trigger in dem richtigen Moment. Und ihr seht's mal wieder, was Iron Will halt ausmacht. Okay, es war auf jeden Fall nicht das richtige Totem. Wir können hier mal kurz die Kiste aufmachen. Und dann gucken wir mal, genau, also ob Ruin weg ist oder ob das Thrill auf die Hand war. Aber ich vermute mal nicht, sonst wäre er gleich weggegangen, als dann Thrill getriggert hat. Also denke ich mal, das ist ein ganz normales Ruin gewesen hier. Ah, hi. Guck an. Okay. Schau mal, wo der dann hingetragen wird. Wir werden auf jeden Fall versuchen, jetzt ein bisschen aggressiver vielleicht. Andererseits nein. Wir spielen so wie immer, weil das Problem ist, dass er einfach dann kein Mensch Generatoren macht. Ich hatte überlegt, ob wir ein bisschen aggressiver zum Rescue gehen, wegen We're Gonna Live Forever, aber wir haben jetzt nicht so die Wahnsinns... Wir brauchen jetzt nicht so unbedingt Blutpunkte, also... Da können wir ruhig ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Ich würde es aber interessieren, wo sie hingebracht wird. Ich sehe ihn nämlich nicht. Den guten Trapper. So, ich würde vorher hier nochmal ganz kurz... Ah, keine Ahnung, okay. Ich wollte hier vorher noch mal kurz die Paletten checken, ob da Fallen drin liegen. Und damit ich dann weiß, inwieweit ich hier ausweichen muss, falls er mich da verfolgt. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen eingerostet, wie man merkt. So, wir schauen jetzt gleich mal. Ich habe keine Ahnung, warum ich da gerade die Palette nicht runterziehen konnte. Das war etwas komisch. Aber hey. Immerhin konnten andere denen jetzt helfen und wir haben Stun. War aber trotzdem sehr seltsam. Also dachte eigentlich, ich stehe close genug. Aber stand ich wohl nicht. Was soll's. Wir heilen uns. Und ich würde sagen, suchen wir uns... Naja, nee, wir bleiben da und helfen den anderen. Ich wollte gerade sagen, ob wir versuchen, einen anderen Generator zu finden, aber ich glaube, das ist Quatsch. Okay. Taschenlampe da? Wie ging jetzt das? Da machen wir Generator weiter. Ach, da oben. Er wird in den Keller gebracht, alles klar. Er hat uns gesehen, also wenn er uns nicht gesehen hat, weiß ich nicht, was mit ihm los ist. Das heißt, wahrscheinlich wird er zu uns kommen und... Okay, wurde der Haken geblockt? Ja, wurde er, aber wird trotzdem aufgehangen. Was bedeutet das jetzt? Ich bin unschlüssig. Wird der andere jetzt verfolgt, der einen Hit bekommen hat? Werde ich verfolgt? Gehen wir direkt runter zum Rescue, weil der andere wird verfolgt. Okay. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil der Terrorradius weg ist. Achso, er wurde schon. Okay. Ja, das ist halt immer, ne? Weißt du, das ist immer das Problem, was man hat. Warum ich gerne einfach Generatoren durchziehe. Jetzt habe ich halt mega viel Zeit verschwendet. Wenn ich nicht zum Rescue gehe, passiert das Gleiche, aber wir haben halt den Generator durchgezogen. Ja, ärgerlich, aber gut. So läuft das nun mal. So. Hallo, komm mit, mein Freund. Ich hab dich auch gern. Irgendwie? Ich weiß nicht, haben die den Trapper seine Geschwindigkeit geändert? Mir kommt so vor, als wäre der wahnsinnig langsam mittlerweile. Ich weiß es auch nicht.
Hi. Ach komm. Als ob. Und keiner macht Generatoren, ne? Das nervt mich dann immer. Wenn alle hier so am Rumschlawenzeln sind. Komm, wir hauen jetzt da ab. Machen den letzten Generator, machen eine Tür auf, weil so wird es ja nichts, wenn da alle einfach nur an dem Haken rumschimmeln. Und man muss ja wirklich sagen, schimmeln. Die machen ja nichts Sinnvolles. Deswegen suchen wir uns jetzt was. Wir nutzen unsere Map noch ein bisschen aus. Düsen noch ein bisschen. Achso, der ist ja fast fertig. Okay. Wir nutzen unsere Map nicht aus. Was soll's? Machen den Generator fertig. Und lassen die da hinten das Hakenspielchen spielen. Und der Ausgang? Sind wir nicht an dem Ausgang gerade vorbeigecheckt? Weiß gar nicht mehr. Wir schauen jetzt mal, wo gehen die Ausgänge an? Ja, ich wusste es doch. Aber ich würde eigentlich ganz gerne dahinter gehen. Egal, wir gehen da hin. Warum ist jetzt da eigentlich die Tür aufgegangen? Die Tür müssen wir uns anschauen. Ich habe keine Ahnung, was die Tür macht. In die kleine Falle, okay. Na, mal holen sie ihn. So. Wir haben hier eine Tür. Oh, der nächste liegt. No one escapes death, okay. Ich will wissen, was in dieser Tür ist. Nächstes ist einfach nur ein Durchgang. Okay. Ich hab. Ne, das ist nicht clever. Komm, wir haben ab. Gegen Nöd lege ich mich nicht an. Adios, schöne Welt. So. Hätten wir das? Er hat ein Thrill of the Hand, oder? Das Icon drüben war Thrill of the Hand. Ist halt so. Nun gut, ich sehe gerade. Vielleicht ein bisschen hell die Kamera eingestellt. Entschuldigt. So. Gott, die erste Runde lief schon mal gut, auch wenn wir nicht viele Punkte gemacht haben, glaube ich. Nee, also das ist eher lala, aber wir haben ja auch nicht wirklich was gemacht, dieses Match. Aber egal, das hat für den Pip gereicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ich fix schnell die Kamera und dann sehen wir uns auf der Map. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Rankit, ja, ihr wisst, ich weiß nicht, wie es heißt, auf der Coldwind Farm. Eine AFK haben wir schon mal. Wir machen das Totem hier weg. Aber wir haben schon mal keinen Thrill auf der Hand, aber wir sind natürlich wieder mal auf der Cold Moon Farm. Und gegen einen Leatherface, das ist auch interessant. Das hat man jetzt nicht allzu oft. Wir drehen uns nur noch im Kreis. Neo, Lethal. So, nächste Palette. Neo. Was macht er denn? Was tust du da? Ich lauf gegen die Stange. Oh, der arme Kerl! Aber was war das? Oh Mann. Hier machen wir unseren Anfangsgenerator weiter. Der andere ist auch gegangen? Okay. Der hätte ihn doch weitermachen können. Dann wäre er schon fertig in der Zeit. Nun ja, egal. Ach ja. Das war schon mal eine schöne Verfolgungsjagd. Hat mir gefallen. Einer hat einen Hit bekommen. Okay, die sind schon close. Wir sind der Generatorenbeauftragte heute. Und der seinen Hit gefangen hat zum Blocken, der wird auch sicherlich sich heilen und dann direkt zum Rescue hingehen.
Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das heißt, wir machen Generatoren weiter und lassen den baumeln. Zeige hier. Scheinbar hat er sich nicht mehr gehielt. Ah ne, der andere war da. Okay. Na komm, lass dich doch erstmal heilen. Okay, da ist kein Bock. Dann heile ich dich nicht. So. Wir gucken mal. Da hinten ist der nächste. Wunderbar. War nicht schlecht. Aber jetzt bin ich weg. Und da haben wir schöne Paletten hier. Ich weiß nicht, also wir waren gerade alle auf einen Haufen und du suchst ausgerechnet mich raus. Das muss man nicht ganz verstehen. Bei den anderen hat es sich ja deutlich leichter getan. Aber wie gesagt, muss man nicht verstehen. Oh, 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 ich dachte, der läuft anders. Fuck off. Fuck! Knappes Ding. Alter, was macht der Ace da? Okay, hat keinen Bock auf uns. Nice. Jetzt willst du geheilt werden, oder was? Vorhin machst du den Generator fertig. Ein Pfosten, ey. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber das ist ja wohl mal mehr als blöd gewesen. Von ihm. Egal. Ja, genau, hör auf. Einmal mit Profis. So. Ich bin ja normal nicht so, ich hasse es eigentlich, alles auf die anderen aus abzuwälzen. Aber irgendwie haben wir heute nicht so die hellsten, habe ich das Gefühl. Aber gut, auch die kriegen wir hier durch. Das wäre doch gelacht. Vielleicht bin auch ich auch einfach der Depp, der gerade alles falsch macht. Und ich beschwere mich bei den anderen, wie es immer so ist, wenn man sich beschwert. Das könnt ihr besser beurteilen. Als ich selber wahrscheinlich. So, wir schauen mal. Wir machen das Totem weg, dann machen wir den Generator. Ich dachte schon, jetzt steht der Geist neben mir. Das hat gerade so dämlich geklungen. Aber gut. Mir gefallen auf jeden Fall die Verfolgungsjagd mit dem guten Leatherface. Das macht Spaß. Und ich finde auch, das hier ist tatsächlich die beste Variante der Coldwind-Farm. Also, hier kann man wenigstens ein bisschen was machen. Nicht so wie auf den anderen. Also so gefällt mir die Map, an die anderen Varianten davon finde ich sehr, sehr bescheiden. Ich bin auch mittlerweile am überlegen, ob wir vielleicht nicht wieder We're Gonna Live Forever rausnehmen, weil wir sowieso nie jemanden vom Haken holen, weißt du? Vielleicht sollten wir auch einfach mal, komm, wir spielen jetzt mal Hookrusher-mäßig. Oder nee, wir machen lieber einen Totem weg. Aber vielleicht sollten wir mit dem Perk auch einfach halt Hookrushen, wie bekloppt, damit wir da die Punkte reinkriegen. Können wir mal ausprobieren. Weiß ich nicht so genau. Mal schauen. Wir machen auf jeden Fall mal einen Totem weg. Zack, zack. Und rennen mal zu ihm. Ich glaube, der andere wird verfolgt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir könnten ihn runterpflücken. Okay. Was auch immer. Ich mach den Generator. Ihr könnt mich mal. Macht ihr euren Scheiß alleine. Ich mach meinen Scheiß alleine. Lauter dahinter glotzen. Das überlegt sie niemals. Sag ich halt. Oh, da will er mich. Der feine Herr. Der will mich. Dankeschön. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob er uns folgt. Nein, tut er nicht. Er wollte uns den Hit geben. So, da hinten die Generatoren haben wir alle gemacht. Kommt auf jeden Fall zu dem Haken hier. Durchgeheilt, wenn er in unsere Richtung läuft, kriegen wir den Heal nicht mehr durch. Also er hielt uns. Wir schlawenzeln schon wieder. Warum macht denn keiner einen Generator? Es ist echt so krass gerade. Mann, Mann, Mann.
Ja, ich suche mir jetzt einen Generator und die sollen ihren Scheiß echt alleine machen. Das macht halt gerade nicht sehr viel Sinn, was hier gerade passiert. Und das ist exakt das, warum ich immer sage, wir gehen eigentlich gar nicht zu jemandem, weil wir brauchen nicht zu dritt um den Haken rumrennen, wo einer dranhängt, weißt du? Das ist halt einfach Blödsinn. Aber ja, so läuft das wohl jetzt aktuell. Was ich schon sehr, sehr schade finde. Aber ja, so ist das. Wie gesagt, nun mal aktuell alles nicht so der Hit. Und er hat eine Taschenlampe und geht zum Generator statt... Ja, muss ich nicht mehr allzu viel sagen, oder? Ups, ich bin gegen den Baum gerannt, das war schlecht. Der andere ist nun tot und der macht unseren Generator kaputt. Kann das sein, dass das der einzige ist hier? Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch noch Generatoren hier haben. In der Hütte vielleicht? Ist da noch einer, den wir nicht gesehen haben? Bin gerade echt verwirrt. Wir haben erst 4 Generatoren und irgendwie findet man keinen mehr. Mich juckt es gerade am Fuß, das ist auch nicht gerade praktisch. Ah, Moment, das muss ich lösen. So. Ach ja. Ach, da ist noch einer. Schauen. Und da ist der Kasper. So. Jetzt schauen wir mal. Wahrscheinlich, hoffentlich defft er jetzt nur den anderen Generator. Ah, eigentlich ist es wurscht, wir kriegen so auch unsere Punkte voll. Also auch vollkommen wurscht, ob wir jetzt rauskommen. Ich denke, wir haben genug Punkte gemacht. Wir schauen mal. Wir reparieren und reparieren und reparieren. Und wenn die anderen da gerade den beschäftigen... Nein, funktioniert. Ups. Aber er ist in einem Chase. Jetzt will er uns. Hallo. Nein. Tadada. Aber hier ist nichts mehr, ne? Das ist auch ein bisschen uncool. Aber mal schauen. Er hat uns auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Und wir machen unseren Generator weiter. So. 3, 2, 1. Vielleicht kriegen wir ihn ja fertig. Mal schauen. Ich denke, jetzt wird gerade wieder jemand anders verfolgt. Mich juckt's immer noch ab. Deswegen schaue ich gerade etwas abwesend. Ah, so. Oh Mann. Mal schauen. Hoffentlich kriegen wir den durch. Und dann sollten wir den Ausgang aufmachen. Ach, keine Ahnung. Die liegen genau gegenüber, glaube ich. Und der hat echt kein Problem damit, uns da zu trollen. Ausgetrickst! Ich mach doch nicht zweimal das gleiche, mein Freund. Was denkst du denn von mir? Nerd! Das ist natürlich jetzt blöd. Damit habe ich nicht gerechnet, aber hey, wie gesagt, wir haben genug Punkte, wir haben den Generator fertig gemacht. Was soll's, wir hatten ein witziges Match. Ich denke, er ist auf 180, aber es hat Spaß gemacht. Was wollen wir mehr? Vielleicht können wir auch Kobe, mal schauen. Ich werde es probieren. Okay. Ich bin aber falsch gelaufen. Weil ich nicht durchs Fenster komme, oder? Doch, ich komme durch. Nice. Und er hat Nöd weggemacht, was auch super geil ist. Und er macht den Ausgang auf. Aber das schafft er nicht rechtzeitig. Nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Ernsthaft? Ich habe ihn... Ich dachte, er geht andersrum. Oh. Schade, das wäre ein schönes Ende gewesen. So sterben wir jetzt. Mist. Das ist echt blöd. Oh, und der kriegt auch noch einen Hit, oder was? Wo ist eigentlich der andere? Ach, der ist da. Den will ich aber nicht verraten. Außer hat er sich jetzt echt gezeigt. Er hat sich gezeigt. Aber wir wissen ja, wo die Luke ist.
Wir können eigentlich mal zu Luke hier krabbeln, weil das sind wir vorhin drüber gestolpert. Und mal gucken, wen er als erstes aufnimmt. Warte mal, die Luke war doch hier, oder? Scheiße. Ja, genau, hier war's. Der andere geht in den Keller. Wieso hat der jetzt hier keinen Deerstalker? Findet den anderen im Keller und. Ach, keine Ahnung. Am liebsten wäre es mir gewesen, wenn wir uns beide auf dem Blut hier liegen. Was soll's? Wir strugglen noch, die Punkte nehmen wir mit. Und. Alles andere ist uns wurscht. Der andere kommt eh nicht mehr an die Luke, weil er in den Keller gerannt ist. Also, was soll's? Fuck, wenn ich mich jetzt auf dieses Lied komme. So. Warum hängt er ihn nicht auf? Was passiert da gerade? Will er ihn echt durch die Luke rauslassen oder was? So ein Hund. Egal, ich nehme meine Struggle-Punkte mit. Ihr könnt mich mal. So. Zack. Damit sind wir offiziell down. Und jetzt schauen wir mal. Ich denke, es hat auf jeden Fall gereicht. Und ja, wie gesagt, witzig war es allemal. Ich tippe auf 13.000 Punkte. Oh. Okay, ist mehr. Aber es hat gereicht. Wunderbar. Und somit kommen wir unseren Rang immer näher. Vorausgesetzt, wir sind jetzt irgendwann mal demnächst eins. Mein Gott. So. Aber ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat die Episode wieder gefallen. Es war jetzt ein langes Match. Zwar nicht sehr interessant, aber witzig auf jeden Fall. Und in diesem Sinne. Ja, habt viel Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und dass euch diese Folgen auf jeden Fall alle gefallen. Haut rein und ciao.